Wer lebt in den Tiefen des Marianengrabens? Jahrhunderte glaubte man, dass hier nur Leere herrscht, Leben praktisch unmöglich sei. Neben Bakterien, Wirbellosen und Weichtieren gibt es bis heute zahlreiche, nicht identifizierte Kreaturen. Sorry, JungsInnen? Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass die Aliens nicht von oben kommen, sondern von unten. Ein großes, scheibenförmiges Objekt begleitete unsere Tauchkapsel und ist durch das Bullauge klar sichtbar. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Riddle.de. Wir sind wieder mies in der Recherche drin und Riddle macht einfach gute Videos zu gewissen Themen, mit denen man sich gerne mal beschäftigen will. So, also ich persönlich auf jeden Fall. Ich habe mir gerade die ersten paar Sekunden reingezogen und das hat mich gecatcht. Und zwar heißt das Video, wer lebt in den Tiefen des Marianengrabens? Da geht es so ein bisschen um die Meeresrecherche und um die Tiefen. Und ich muss echt sagen, das ist eine sehr interessante Geschichte, weil wir haben schon so viel, also angeblich, von Outer Space erforscht, durch NASA etc. pp., wo ich ja auch, wisst ihr ja, als Masterschwurbler natürlich skeptisch bin. Aber es ist halt einfach so, dass vom Meer eigentlich nur 20% erforscht wurde. So. Und dass viele auch sagen, dass da unten sehr viel abgeht, was wir nicht wissen. Und deswegen will ich mich gerne jetzt mal damit auseinandersetzen und beschäftigen auf süß. Ja, Mann, ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Wir gehen rein in den Kaninchenbau. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal und werdet Mitglied. Werdet Teil der Love Gang. Mittlerweile, was ihr auch machen könnt, ist, glaube ich, so Super Thanks Kommentare, ne? Also ihr könnt da unten bei den Kommentaren irgendwie Super Thanks, könnt dann 1 Euro mit anhängen oder so. Da unterstützt ihr mich auf jeden Fall bei meiner Arbeit. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jeder, der da Bock drauf hat, soll das gerne tun. Wer keinen Bock drauf hat, ist natürlich auch vollkommen okay. Das Einzige, was ich von euch möchte, ist Liebe. So. Ein Däumchen, vielleicht ein Kommentar mit einem Herzchen oder so. Da bin ich am Start auf jeden Fall. Liebe euch, Peter geht los, würde ich sagen. Und los. Aluhut aufsetzen. Ja, ja, wichtig, wichtig. Der Mount Everest ist der höchste Platz auf der Erde. Und vielleicht hast du auch gelernt, dass der Marianengraben der tiefste ist. Und das ist wohl alles, was du darüber gelernt hast. Hier endet das Wissen von den meisten. Lernt man das in der Schule oder was? Da muss ich wohl nicht aufgepasst haben. Menschen. Nur wenige kennen das Wie und Warum dieses geheimnisvollen Abgrunds. Du kannst dir nicht vorstellen, was sich dort versteckt hält und wie seltsam die Kreaturen sind, die dort leben. Diese tiefe Rinne in der Erde liegt im Westen des Pazifischen Ozeans, in der Nähe der Marianeninseln, wo der Name auch herkommt. Der Marianengraben ist ein riesiger, V-förmiger Trichter, 1500 Kilometer lang und mehr als 11.000 Meter tief. Etwa so groß wie der Mount 11.000, Bruder. Everest. Der könnte leicht in dieses riesige und bodenlose Loch fallen und es wäre immer noch gut 1 Kilometer Platz bis zur Wasseroberfläche. Doch jetzt über seine Bewohner. Ist das auch safe, dass der nicht gebastelt wurde? Gebaut wurde, Alter? So eine komische Spalte, so eine Rinne, sieht schon irgendwie so ein bisschen so aus, als ob das vielleicht kreiert wurde, ne? Könnte das sein? Könnte das möglich sein? Vielleicht Riesen? Oder Aliens? Na. Jahrhunderte glaubte man, dass hier nur Leere herrscht, Leben praktisch unmöglich sei. So abgelegen und ungeheuer tief. Das sowjetische Schiff Vityaz bewies 1958 das Gegenteil. Wissenschaftler entdeckten Leben in einer Tiefe von 7000 Metern. Mehr und mehr Beweise zeigten, dass die Bewohner des Marianengrabens nicht nur in riesigen Zahlen existieren, sondern auch die Zeit und die sich wandelnde Erdgeschichte überstanden hatten. Neben Bakterien, Wirbellosen und Weichtieren gibt es bis heute zahlreiche, nicht identifizierte Kreaturen. Und gibt's da auch JungsInnen? Das sind echte Monster. Nicht identifizierte Kreaturen. Also non-binary quasi. Die identifizieren sich mit nichts, Digga. Nein, Spaß. Aber es gibt sogar Leute, die behaupten, dass die Aliens nicht von oben kommen, sondern von unten. 1960. Jacques Piccard, ein Schweizer Forscher, war der Erste, der eine Expedition auf den Boden der gigantischen Schlucht versuchte. Jacques und sein Partner erreichten, mit Hilfe der Tauchkapsel Triest, den tiefsten Punkt des Weltmeeres, die sogenannte Challenger-Tiefe. Fast 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel. Die beiden tapferen Männer blieben dort nur 20 Minuten. 11 Kilometer, Bro. Yo. Aber sie sahen genug, um zu sagen, es gibt Leben auf dem Boden des Marianengrabens.
Diese Entdeckung war eine Weltsensation. Niemand hätte sich in seinen wildesten Träumen vorstellen können, dass dort Leben existiert. In dieser Tiefe und bei solch vernichtendem Druck. Der unvorstellbare Tiefendruck in diesem Graben ist 1100 Mal höher als der Druck in unserer normalen Meeresspiegelatmosphäre. Crazy. Sogar Stahl wird unter solchen monumentalen Kräften zermalmt. Aber die dortigen Fische... Aber Digga, also ich hab mir mal so einen Talk reingezogen von Mert und so war das, glaube ich, ne? Mert und so, die haben darüber geredet, die haben so Aluhut-Talk-mäßig irgendwas gemacht. Und dann haben die auch über die Meere geredet und so. Und ich muss ihm da recht geben, weil der hat zum Beispiel in diesem Talk auch gesagt, wie kann es sein, dass wir Geräte gebaut haben, so, dass wir Spaceships und so bauen konnten, um in den All zu fliegen, weil ey... Wer sich damit auseinandergesetzt hat, der weiß auch, es gibt sowas wie den Van Allen-Gürtel und so, wo so eine heftige Strahlung stattfindet, dass es extrem schwierig ist, da überhaupt durchzukommen. Aber wir haben es ja trotzdem anscheinend geschafft, angeblich. Ja, da muss ich ganz klar sagen, da bin ich auch, bei dem Thema bin ich ein mieser Skeptiker, so, ob wir wirklich mal so weit im All waren, wie zum Beispiel auf dem Mond. Aber nichtsdestotrotz, wenn das möglich war, wie kann es sein, dass wir nichts erfunden haben, mit dem wir auch in die tiefen Seen gehen können? So? Wir sind doch technologisch so weit und so fortgeschritten. Das muss doch irgendwie möglich sein, oder nicht? Wie fühlen die nichts? Riesige Muscheln und seltsame Unterarten von Fischen, die der Wissenschaft nicht bekannt sind, gedeihen unter diesen Bedingungen. Aber die Entdeckung des Lebens in einer Tiefe von 11.000 Metern ist nicht das Einzige, was diesen Tauchgang berühmt gemacht hat. Oder sollten wir berüchtigt sagen? Viele Jahre später wurden die Aufzeichnungen von Jacques Picards Logbuch freigegeben. Welche Informationen darin standen, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Jetzt hast du aber übertrieben gerade. Forscher registrierte ein wirklich bedenkliches Ereignis auf halbem Weg zum Grund. Zitat: Ein großes, scheibenförmiges Objekt begleitete unsere Tauchkapsel und ist durch das Bullauge klar sichtbar. Das Objekt manövriert und sieht uns an. Das Objekt wurde deutlich gesehen, kein Zweifel daran. Leider, oder vielleicht zur Freude unserer Abenteurer, verschwand das Objekt nach nur wenigen Minuten. Wer oder was es war, ist nicht bekannt. Unser Mangel an Wissen über dieses Phänomen lässt den Spielraum für Interpretationen offen. Handelt es sich vielleicht um eine Kreatur aus einer unbekannten Unterwasserzivilisation oder ist es ein antikes, intelligentes Geschöpf? Apropos... Jo, wir sind drin, jo! Oh, alte Geschöpfe! 1985. Ich sag doch, Jungs innen sind es. Satzung des amerikanischen Schiffes Glomar Challenger studierte sorgfältig den Boden des gähnenden Abgrunds und versenkte die 9 Meter lange kugelförmige Vorrichtung mit dem Namen der Eagle in die Tiefe. Doch plötzlich, der Computer begann damit, die seltsamsten Klänge aufzunehmen. Die Kabel, die die Sonde halten, wurden gestreckt, gestreckt und gestreckt. Bro. Wie der in Filme reingeht, der Riddle manchmal, ne? Geil. Fast bis zum Zerreißen. Die Forscher rannten, um das Gerät wieder an die Oberfläche zu bringen. Und um herauszufinden, was der Grund... Der macht richtig Filme, der Cousin, aber ich fühle es. Ich finde den geil. ...für dieses seltsame Ereignis war. Sie versuchten es hochzuholen, aber der Igel rührte sich nicht mehr. Dort, in den Tiefen, hielt irgendetwas das Gerät fest und ließ es nicht gehen. Aber... Nach 3 Stunden des Kampfes konnten die Maschinen endlich die Sonde bergen. Die unbekannte Kraft hatte sie freigegeben. Als die Sonde dann endlich aus dem Meer gezogen wurde, offenbarte sich den Wissenschaftlern ein schrecklicher Anblick. Die Sonde sah aus, als wäre sie in die Kiefer eines Unterwassermonsters geraten. Es gab Bissspuren auf der Beschichtung und einige der Stahlseile waren abgerissen worden. Echt jetzt? Was für ein Geschöpf hätte das tun können? Der Vorfall war irritierend. Der Zustand der Kabel und der Plattformen war einfach unglaublich. Um diese Welle der Angst einzudämmen, denn alle Teammitglieder waren außerordentlich erschrocken gewesen, war die offizielle Version des Vorfalls diese. Die Plattform steckte auf einem Felsen fest, was den Schaden verursachte. Aber die Mannschaft wusste, dass es etwas Riesiges und enorm Kraftvolles in einer Tiefe von 11 Kilometern gab. Nach der offiziellen Version... Und war alles so, wie bereits vorher entdeckt. Der Boden des Marianengrabens war mit verschiedenen Steinen bedeckt, aber die Gegend... Stell dir vor, da unten gibt es so richtige Monster, so. Loch Nessie-Vibes.
Weißt du, was ich meine? Er macht Blockbuster. Boah, er hat Film gemacht. Der macht aber immer Filme auf uns. Aber ich find's geil. Yasin sagt's gerade, der liebt seinen Job. Der ist richtig enthusiastisch. Weißt du, wie ich meine? Der die Mission durchgeführt wurde, war unfruchtbar. Es gab keinen einzigen Stein dort. Es gab nichts, woran sich die Sonde hätte verfangen können. Wenn das so gewesen wäre, hätten die Onboard-Instrumente sie auf einen Zusammenstoß hingewiesen. Und abgesehen von dem schrecklichen Schaden gab es noch jene schrecklichen, herzzerreißenden Klänge, die niemand jemals erklärt hat. Später schlugen Biologen eine weitere sensationelle Version des Vorfalls vor, nachdem sie alle Berichte der Forscher systematisch überprüft hatten. Ihr Urteil? Dass ein riesiges Monster, nämlich Megalodon, die Kabel und die Plattform beschädigt hat. Megalodon Tin Man, Alter. Und los. Dieser riesige. Guck mal, Megalodon White Shark Human. Jo, Digga, das ist doch, was ich meinte, ja. Der prähistorische Hai, der 50 Tonnen wog und 22 Meter lang war, ist ein. Boah, 50 Tonnen, 22 Meter lang, Bro. Ein lang ausgestorbener Vorfahre der modernen Haie. Man ging davon aus, dass sie. Die waren früher alle viel größer, ne, die Tiere. Den gab's wirklich, oder was? Den Megalodon? Mehr als 1 Million Jahre verschwunden sein. Aber wenn der Bericht richtig ist, dann hat Megalodon diese Welt doch noch nicht verlassen, sondern fand Schutz in den Tiefen des Marianengrabens. Und diese Idee ist kein Hirngespinst. Echt nicht? Die Wissenschaftler hatten einen riesigen Zahn entdeckt, der die Größe einer menschlichen Hand hatte. Jetzt lügst du, Bruder. Eine gründliche Studie bestätigte, dass der Zahn tatsächlich zur alten Kreatur Megalodon gehörte. Bruder, der macht doch, jetzt macht er doch komplette Filme auf uns, oder? Das ist doch nicht, das entspricht doch nicht der Wahrheit, oder? Oder meint er das ernst jetzt gerade? Megalodon gibt's auf jeden Fall. Der Megalodon ist eine ausgestorbene Haiart aus der Familie der, ja, oder möglicherweise der Makrelenhaie, die von Louis Agassiz im Jahr 1835 wissenschaftlich beschrieben wurde. Wissenschaftlich beschrieben, aha. Vor 3,6 oder 2,6 Millionen. Okay, jetzt müssen wir mal Megalodon Zahn, guck mal hier. Echter Fossil Megalodon Zahn. Fossilien kaufen. Digga, die kann man kaufen oder was, Digga? Bis zu mehreren $10,000. Das ist doch ein Scam, Bro. Wie sollen die Zähne denn vom... Bruder. Guck mal. Machen kurz ein paar Zähne mit 3D-Drucker, verkaufen das für 10.000 Euro. Ich küsse dein Herz. Die scheuen doch vor nichts zurück hier. Vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben und die verkaufen heute noch Zähne von denen, oder was? Nee, ist klar, Bro. Nee, die linken das aber nicht mit dieser Expedition. Ich wollte nur mal gucken, was da so offiziell im Internet drüber geredet wird. Einige Jahre später registrierte ein japanisches Frachtschiff, das über den Graben fuhr, einen schweren Schlag, der buchstäblich das Schiff ins Wanken brachte. Gleichzeitig war die Wasseroberfläche absolut ruhig. Es gab keine Riffe oder andere Hindernisse in der Nähe. Die Besatzung eines anderen Schiffes, der Federico Padre, die den Marianengraben durchfuhr, sah in der Ferne eine riesige Federico. Wassersäule in den Himmel schießen, verursacht vielleicht von so einem Geschöpf. Stell dir vor, wie erschrocken die Matrosen gewesen sein müssen. Und hier das jüngste Beispiel. Die Wissenschaftler entdeckten kürzlich während einer Expedition eine ungewöhnliche Qualle, die fast wie ein Alien von einem anderen Planeten aussieht. Der Körper der Qualle mit seinen langen Tentakeln leuchtet rot und gelb. Die sehen eher aus wie Aliens, sag ich dir ehrlich. Wissenschaftler haben es auf Video aufgenommen. Die Kreatur gehört zur Quallengattung Crossota. Charakteristisch sind die zwei Sätze von Tentakeln. Wie big sind die denn? Tentakel, wie wir sehen können, strecken sich unermüdlich, während der Körper regungslos bleibt. Sie jagt damit ihre Beute, indem sie sie in einen Hinterhalt lockt. Dieses bizarre Geschöpf wurde in einem geheimnisvollen und wenig bekannten Gebiet des Marianengrabens gefunden. Das U-Boot Peak of the Enigma entdeckte sie in einer Tiefe von etwa 3.700 Metern. Vielleicht haben wir Aliens bisher an den falschen Orten gesucht. Während wir in den Himmel schauen und auf einem entfernten Planeten suchen, sind sie direkt unter uns.
Sie sind näher, als wir denken. Ja, Digga, ich kann mir vorstellen auf jeden Fall, dass wir hier ein paar Sachen haben. Sogar, ey, vielleicht wir sogar, yo, vielleicht sind wir sogar unter uns. Vielleicht sind wir sogar nicht 100% Erdlinge. Ich kann mir das alles vorstellen heutzutage, ich schwör's dir. Die Welt ist so crazy, ne? Allein unsere Welt, unsere Erde, wir wissen noch so wenig, meiner Meinung nach. Vielleicht werden wir auch nicht vollständig informiert, was ich mir natürlich auch gut vorstellen kann. Aber generell, selbst wenn wir alle Informationen bekommen würden, da gibt's immer noch voll viele Informationen, die wir nicht haben. Gerade heutzutage so. Kann mir vorstellen, dass alte Zivilisationen, vielleicht auch sogar Zivilisationen vor der Sintflut, schon mal mehr Infos hatten über diesen Planeten hier als wir heutzutage, so weißt du? Was auch immer die Kreaturen sind. Seltsamerweise wissen wir weniger über die Ozeane als über den Weltraum. Und daher können wir in Zukunft noch viele fantastische Entdeckungen erwarten. Safe. Und wir werden hier sein, um euch alles darüber zu erzählen. Bro, ich bin auch da, Bro. Bester Mann, Riddle, ich schwör's dir. Der macht gute Videos, Mann. Die sind echt gut zum Schauen, finde ich. Die sind schön entertaining auch und so, wird nicht langweilig. Manchmal ist ein bisschen halt ein Film drin, aber was auch jetzt nicht unbedingt schlimm ist, weißt du? Aber ich finde das geil. Ich wollte nochmal gucken, für die Leute, dass ihr Bescheid wisst. Vom Meeresboden aber ist bislang nur 20% im größeren Detail untersucht worden. 80% des Meeresbodens ist eigentlich noch gänzlich unbekannt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 20%. Der Rest ist gänzlich unbekannt. Wisst ihr, was da alles sein kann? Bro, das ist 70% der ganzen Welt. Ja, dankeschön. 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 Das ist 70% der ganzen Welt. Und von diesen 70% sind nur 20% vom Meeresboden erforscht worden. Das heißt, wir wissen einen Scheißdreck. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Egal, was für einen Titel du hast oder nicht hast, der eine weiß ein bisschen mehr, der andere weiß ein bisschen weniger. Aber am Ende des Tages wissen wir relativ wenig über diesen Planeten, auf dem wir leben. Und das ist schon krass, auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace out. Gang. Love, Gang.